drei Projekte, die Nachhaltigkeit versprechen. Von der aufbereiteten Lieblingsjeans über die Wurst im mitgebrachten Behälter bis hin zu einer Foodsharing-App. Der Ungekrempelt-Laden bietet Ihnen, Ihre kaputte Jeans wieder zu reparieren oder Sie können sie einfach spenden. Ich treffe Isabel Kempf. Neben den fair produzierten Klamotten, die sie in ihrem Mannheimer Laden anbietet, hat Isabel eine Leidenschaft. Sie möchte die Lieblingsjeans ihrer Kunden reparieren oder aus Stoffresten zum Beispiel Turnbeutel nähen. So muss nichts weggeschmissen werden, nachhaltig eben. Ich habe meine kaputte Jeans mitgebracht und ein kaputtes Hemd. Was würden Sie jetzt da raten? Was kann man denn da noch retten? Hier würde ich jetzt hingehen und einfach ein Stück Stoff dahinter legen. Ich nähe ein bisschen drüber, dann ist das Loch einfach wieder geschlossen. Dann nimmt man eine ähnliche Farbe, dann sieht man das kaum. Auch bei so einem Fleck das Gleiche. Manchmal reicht es einfach mit einem Blau drüber zu nähen, dann ist der Fleck auch schon kaschiert. Gerade bei den Jeans geht das super gut, weil Jeans haben immer so ein Muster. Ja? Und wenn ich jetzt da was dahinter mache und in die gleiche Richtung nähe, dann suche ich mir einen Faden, der möglichst ähnlich ist. Und dann kann ich das schließen und ja, das sieht man nachher kaum. Und hier würde es wahrscheinlich sogar reichen, einfach das hier festzustecken und wieder drüber zu nähen. Fertig sind Jeans und Hemd. Jetzt können sie einfach weiter genutzt werden. Weiter geht's nach Speyer. Nachhaltigkeit wird bei dieser Metzgerei groß geschrieben. Denn anstatt von Plastiktüten kann man hier seine Wurst in die Tupperdose füllen lassen. Dabei muss Folgendes beachtet werden. Ich weiß ja nicht, wie sie es zu Hause aufbewahrt haben oder mit was, wie sie es transportiert haben. Und da wir hier drüben auf einer Hygieneseite sind, müssen wir es hier auf die Theke draufstellen. Ein Kundenpärchen hat ihn auf den Gedanken gebracht. Vor einem Jahr wollten die beiden ihre Wurst in Mehrwegbehälter abgepackt haben. Eine tolle Idee, das finden mittlerweile auch viele Kunden, die das Angebot der mitgebrachten Box immer häufiger nutzen. Und dann gibt's noch eine ganz andere Herangehensweise. Um Essensverschwendung zu vermeiden, haben 2Den 2015 eine App entwickelt. Too Good To Go. Die Idee, kurz vor Ladenschluss bieten Gastronomie, Supermärkte oder Bäckereien Essensreste zum reduzierten Preis an. Nach der Anmeldung über E-Mail oder Facebook kann man dann bei verschiedenen Betrieben auswählen. Das unverkaufte Essen landet dann in einer sogenannten Wundertüte. Um das zu testen, haben wir uns für das Café Blum 2 in Mannheim entschieden. Wie kann man sich denn jetzt die Kooperation mit der App genau vorstellen? Wir haben ja oft abends Kuchenreste, die wir nicht jetzt unbedingt wegwerfen wollen. Dann haben wir immer gesagt, was machen wir damit? Und dann haben wir das eben gesehen im Fernsehen, diese App, und haben gesagt, okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Seit einem Jahr bietet die Konditorei aussortierte Kuchenstücke preiswerter an. Und das kommt gut an. Anstatt 2 bis 4 Euro für ein Stück Kuchen zu bezahlen, bekommt der Kunde hier durch die App 3 bis 4 Stücke für insgesamt 3,90 Euro. Mit dem Unterschied, man darf sich die Kuchensorten nicht aussuchen. Wir stellen also tagsüber, sage ich mal, 6 bis 10 Pakete, die wir in die App reinstellen. Da können Sie das buchen sozusagen, ja, haben aber noch kein Anrecht drauf. Das passiert erst dann im zweiten Schritt, wenn Sie dann kommen mit dieser App. Da steht dann drauf, App bitte entregeln. Das heißt also, da ist ein Balken, den machen Sie auch auf der Handy-App und kaufen somit diese Stücke. Das heißt also, wir haben dann eben, wie gesagt, 3 bis 4 Stücke Kuchen, die wir nicht mehr verkaufen können, die verschnitten sind oder wo beschädigt sind. 3 Projekte, die auf jeden Fall Nachhaltigkeit versprechen. Und mal ehrlich, es tut uns ja nicht weh, wenn wir alle ein wenig mehr auf unsere Umwelt achten.